Hallo, grüß euch. Wie ihr ja wisst, stehen wir kurz vor Weihnachten, meine Lieblingszeit, Plätzchenzeit. Ich mache heute für euch Schneeflocken. Das ist kein Thermi-Rezept. Und ihr braucht dafür zutatenmäßig 250 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Puderzucker, Mark von zwei Vanilleschoten oder 1,5 Teelöffel vom Vanilleextrakt. 120 Gramm Mehl, 250 Gramm Speisestärke und zum Bestreuen später 100 Gramm Puderzucker nochmal. So, wir legen jetzt gleich los. Die Zubereitung ist wie folgt. Man tut jetzt als erstmal alle Zutaten zusammen in eine Schüssel und stellt da einen Teig her. So, dann fangen wir mal an. Wundert euch nicht, dass ich Handschuhe anziehe, aber ich bin da immer so ein bisschen, naja, ich mag das einfach nicht, wenn mir der Teig immer dann überall klebt und so ist es ja ganz praktisch gelöst. So, als erstes nehme ich das Mehl und die Speisestärke. Ich habe das schon zusammen vermischt. Dann den Puderzucker. Dann gebe ich die 1,5 Teelöffel, also ich nehme Vanilleextrakt her. Ein bisschen noch. So. Und dann die 250 Gramm Butter. So. Ja. Ihr könnt jetzt auch noch, ich tue immer so ein bisschen noch selber experimentieren. Ich habe jetzt hier ein paar Kräuter, die ich selbst zusammengemixt habe, so eine Art Lebkuchengewürz, aber wirklich nur wenig, weil sonst schmeckt immer alles gleich. So, jetzt kommt noch die Butter dazu. Dann verarbeitet ihr das alles einfach zu einem schönen Teig. Butter sollte zimmerwarm sein, dann habt ihr da weniger Probleme. Riechen tut es jetzt schon mal gut, aber das kommt durch meine Kräuter. So, jetzt erstmal alles schön grob durchmischen. Nehmt lieber eine größere Schüssel, damit euch nicht alles daneben fliegt. So. Ich mache jetzt den Teig soweit fertig und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Zutaten sind alle schön verarbeitet. Ich habe jetzt eine richtig schöne Teigkugel. Jetzt kommt der Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank. Ich tue ihn dazu in eine kleine Schüssel. So sieht der Teig dann aus. Also der Teig fühlt sich wahnsinnig schön an. Er ist total weich. Das kommt schätzungsweise von der Speisestärke. Also ich würde fast sagen, der fühlt sich sogar ja, ein bisschen samtig an. Also richtig schön weich. So, wenn er 30 Minuten im Kühlschrank war, melde ich mich wieder. Geht's weiter. Bis dann. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich den Teig aus dem Kühlschrank geholt. Der ist jetzt wirklich ziemlich fest, aber das macht gar nichts. Ihr geht jetzt her und formt 60 kleine Kugeln ungefähr, also circa 60. Und vorher habt ihr euch schon mal ein Backblech hergerichtet, mit Backpapier ausgelegt. Den Backofen tut ihr vorheizen auf 160 Grad. Und dann legen wir mal los. Richtet euch schon mal eine Gabel her, weil die braucht ihr auch. Und dann fangen wir mal an. Knetet euch den Teig ein bisschen vor. So, dann nehmt ihr so ein Stück. Macht es zu einer Kugel. Und legt die Kugel aufs Blech.
Und die nächste. Schaut, dass ihr sie ungefähr gleich groß macht. Weil es geht ja, damit sie auch gleichzeitig im Ofen durch werden. Nicht, dass die einen dunkler werden oder fester, die anderen heller. Sie sollten ungefähr alle so die gleiche Größe haben. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer, so wie jetzt. So. Und da macht ihr jetzt euer ganzes Blech voller Kugeln. Und wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin. So, meine Lieben, damit ihr seht, was ich meine mit dem Flachdrücken. Und zwar, ihr habt eure Kugel, ja? Die habt ihr natürlich auf dem Blech liegen. Ich zeige es euch jetzt nur in der Hand, damit ihr es besser seht. Und dann nehmt ihr einfach die Gabel und drückt auf dem Blech in die Kugel rein, damit sie dann so aussieht. Ja, ich zeige es euch nochmal. Die Kugel. Dann nehmt ihr die Gabel. Einfach reindrücken. Stellt euch einfach vor, meine Hand ist jetzt das Blech. Drückt es rein. So. Gut, ich mache jetzt mein erstes Blech und zeige euch dann, wie sie ausschauen, wenn sie fertig sind. Bis dann. Halt! Oh Gott, jetzt hätte ich es bald vergessen. Das Blech muss jetzt rein in den Ofen bei 160 Grad, 12 bis 15 Minuten. Je nach Ofen, ihr müsst halt schauen, wie stark eurer ist, die sollen eigentlich relativ hell bleiben. Also, bis später dann. Tschüss! So, meine Lieben, jetzt noch ein kurzer Tipp. Da die Plätzchen ja schon Schneeflocken heißen, ich habe da so einen Ausstecher, einen Schneeflockenform. Ihr könnt natürlich auch das ausprobieren. Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere das mal. Ich mache mir eine Kugel, drücke die platt und drücke dann mit meinem Stempel eine Schneeflocke rein. Weil, wenn schon Schneeflocken, dann doch richtige Schneeflocken. So, und wenn die anderen fertig sind, wenn die aus dem Ofen raus sind, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, meine Lieben, ich bin jetzt komplett fertig. Hier sind meine Schneeflöckchen, auch die Originalschneeflocken, die ich gestanzt habe. So, ich weiß nicht, ihr könnt das erkennen. Die sind noch ein bisschen warm, deswegen kann ich sie jetzt nicht so gut zeigen. Ihr tut dann noch Puderzucker drüber und dann ist alles perfekt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut einfach wieder rein bei meinem nächsten Video und ansonsten lasst es euch schmecken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus!